all step, neck dog, very bold. Step away from the mic, they too cold. Won't my fracture your nose, 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 nose. Oh no, look at who they let in the back door. From Long Beach to Brooklyn, they know. We rock from the east to west coast. Queens and Luke, baby. No. Hallo mein Freunde, hallo Wandtailsmann, Venice Beach, grüß dich Bruder, Knubbel Knopfgesicht mein Freund, der Name ist Savio, nun erbullst du, ah, Schlaftablette Mann, ja ich hab verschlafen, Norman was geht ab Bruder? Ja, freu mich nicht so an du Pisa, Norman mein Freund, alles gut bei dir? Hukulo Gecko Mann. Ah, Keiko, okay, du hast den auch vergessen, Simo Buk. Mein Freund, du bist selber ein Lugner, siehst du? Wahrheit, ne? Rakim ist Wahrheit, ne? Ah, die Hut ist müde, alle schlafen, Mann. Ah, ich bin gerade eben. So vor. Vor 22 Minuten ungefähr aufgestanden. Ich hab mir Wecker gestellt, hab den ausgemacht, hab mich umgedreht und weitergepennt, Mann. Ging gar nicht. Was geht, was geht, was geht? Hey, hey, bei dir, Goku. Alles gut, Mann? Was war das? Ah ja, der Wagen. Hukulu. Keiner antwortet. Hallo. Sind die doof oder bin ich doof? Okay, ich bin doof. Hukulu! Wer sind die doof? Jemand da, hallo. Ja, hallo, ich war kurz mit. Hallo. Hallo. Wir sind mit Mars an der Tankstelle. Verprügel den. Ich würde dich bitten, die Mars auszuziehen, mein Freund. Kann ich dich. Ich würde dich bitten, die Mars auszuziehen. Moment, guck. Das ist ein Problem. Und das wäre? Kann nicht. Dann würde ich das Gelände verlassen. Hier herrscht Maskierungsverbot, mein Freund. Alles klar. Warte dann. Mein Kollege hat Kopfschmerzen. Wir sind gleich weg. 5 Minuten, mein Freund. 5 Minuten, alles klar. Schlafen ist auch wichtiger. Ja, aber trotzdem, Mann. Ich habe ja nicht so viel Zeit. Die Zeit hätte ich zocken können und dann Arbeit. Und ich muss Arbeit machen. Korrekt, Norman. Das freut mich für dich. Als ich schon überlegt, was du machst auch, ja? Vantex kennt das, ne? Einfach umdrehen, pennen, Mann. Doch, gibt was Wichtigeres als Schlafknubbelknopf, die Grove Street, Mann. Mich freut, dass die Kuschgang am Start ist, Goku, Mann. Pom. Gut gepackt. Sehr gut gepackt, Mann. Hi, Rakim. Hukulu. Warum steht da Knoppers? Gehst du fremd? Ist mein Knoppers mobil? Die ist bei der Konkurrenz. Du Plus habe ich trotzdem. Ich muss mal kurz meditieren. Los.
Eisbeat, alles gut, Mann? Denaria, mein Freund, alles geil? Alles geil, sag ich. Guck mal, ich bin so müde, ne? Ich schlabber so einen Scheiß, Mann. Alles gut, wollt ihr sagen? Ich sag, alles geil. Weil der Name gut ist, Mann. Ich will sagen, geiler Name und alles gut. Wie gemixt, Mann. Das ist wie bei, kennt ihr Big Bang Theory? Schlaf gut, was hat er gesagt nochmal? Wo der so nervös war, der Dings mit der Brille. Hallo, ne? Hallo hat er gesagt, Mann. Ja, Mann. Holy shit, Mann. Quantik, alles gut, Bruder? Ach, den Joe, was geht ab, Mann? Arbeiten gleich Tom und Jerry gucken, ja, das ist richtig. Ich geh nach der Arbeit immer direkt schlafen, Savio. Ich esse kurz was, chill ich kurz was und dann geh ich pennen. Martis, Mann. Ah, ich wollte. Warte, du hast mir irgendwas geschrieben. Ich weiß nicht mehr. Ich muss gucken, warte. Racking, wo bist du? Tankstelle. Ich hab gelernt, mit dem Fahrrad den Wand hochzufahren. Mit BMX. Kann ich auch. Ja, ehrlich? Ja. Kannst du das gut? Weiß nicht, muss ich ausprobieren. Ich hab nie so hoch probiert. Der Martins hat das gemacht. Für den Leuten, den Spotify benutzen. Ich glaube, das. Also, ich hoffe, du bist das. Weil da war noch einer, hieß Martins, hat mir geschrieben. Er hat ein Spotify-Playlist gemacht von meinem Playlist. Problem, Mann, zum Fahrrad zu fahren? Ja. Aber ein paar Lieder fehlen, weil gibt's nicht auf Spotify. Unbequemer. Ich versuche jetzt beim Mostly's Auto Service zu fahren. Jetzt will ich auch mein Fahrrad haben. Guck mal, mein Fahrrad auch. Du weißt noch nicht, was du machst. Ich hab Hunger, was soll ich essen? Zini Minis, was für ein Frag. Oder Adana Kebab, Mann. Hast du gesehen, Rakim? Hab gesehen, Bruder. Timo Buckmann, vielen, vielen lieben Dank für deine Spende in den Zini Mini Kasse, mein Freund. Kauf dir davon eine Packung Zini Minis. Kauf mir davon Feiglinge. Ich bin okay, sauer. Ich kann nicht mehr fahren, ich bin fast bewusstlos. Also geschafft da hoch? Ja, ich bin gerade über die Mauer gesprungen. Über die Mauer schaffe ich nicht. Hopp. Ich versuche nur mal, guck mal. Lehnst du dich nach vorne? Lehnst du dich vorne? Lehnst du dich vorne oder springst du einfach so, Mann? Ha? Oh mein Gott! Wie bitte, Rakim? Also, du siehst aus wie Curtis. Ich hab dich verwechselt. Also. Curtis! Ich hab das gerade geschafft, Mann! Aber bin ich dumm. Okay, den jetzt den Schwick. Ey! Ist ja doof! Ja, ich hab geschafft, Mann! Lehnst du dich vorne oder wie machst du das so hoch, Mann? Du musst, Warte, du musst dagegen springen und den Bunnyhop, den wir auf der Straße machen immer, um schneller zu sein, musst du gegen die Wand machen. Aha. Genau so. Aha, das ist jetzt geschafft, Mann.
Boah, die krassen Biker hier, Mann. Spring jetzt hier hoch auf den Dings. Geschafft! Oh, scheiße. Bist auch müde. Noch eine Woche dann Urlaub. Das ist so gut, Mann. Du musst unbedingt mal Kaffee und Red Bull trinken. Was nicht gesund, Mann. Schlafen? Ja, Mann, das war der Martis, meine Freunde. Das kommt auch noch in den Befehl rein, aber das mache ich nachher, weil ich hab verpennt, Mann. Ich wollte es heute machen. Aber gut, dass ich gesehen hab, Martis, du hast mich direkt daran erinnert, Mann. Ich hätte vergessen, so, von alleine. Nein, du kannst aber ein eBay-Playlist haben, wenn du möchtest. Oder ein UGIS-Playlist, kann ich auch geben, von mir. Was sagst du, Sordi? Was geht ab, Nero Lutsch? Dein Duplo selber, du Pisa, der Pisa. Oh shit. Dachte das, nee, der kann den Mod machen. Ah. Wie geht's dir, Risey, Mann? Alles gut, Bruder? Ich höre mich fertig an, Mann. Ja, normal, ey. Ich bin fertig, Mann. Oh, oh. Aua! Ich bin dir, ey! Sorry! Gib mir mein Fahrrad zurück, Mann. Schmeiß mich da runter. Platz nicht. Ist meinem Gesicht reinspringen, das holt die. Ich hab das eben geschafft, aber ich weiß nicht mehr. Irgendwie krieg ich das nicht hin mit diesem Sprung. Freut mich, Bruder. Danke für den netten Worte, Mann. Also, du hast fast geschafft, aber du musst den W-Muskel dann rücken. Ich bin zu doof. Auf den Colt ist drauf. Der ist kaputt, glaube ich. Jetzt muss ich die Krankenwagen anrufen für den. Mein Gott, Mann. Pisa. Guten Tag, Rakenkusch, mein Name. Mein doofer Bruder hat sich gegenüber von dem Mega Mall mit dem Fahrrad auf die Schnauze gelegt, weil der ein Idiot ist. Ja. Der braucht Hilfe. Ich glaube, der hat. Kann noch einen kleinen Moment dauern, weil wir gerade ein größeres Problem hatten, aber ich hab's auf dem Zettel. Alles klar, lassen Sie sich Zeit. Der hat das verdient. Bis dann. Jo, bis gleich. Tschüss. Peace, Summer. Oh, strammer Mann, mein Freund. Alles gut bei dir? Wie geht's dir, Bruder? Oh, oh. Was mit mir, wo ich müde bin? Bruder, ich bin müde, nicht doof, ne? Pass auf, was du machst. Sir, vorsichtig, vorsichtig! Warum denn? Seien Sie, ja, weil es mein Wagen ist, über den Sie gerade rübergefahren sind. Weiß, ich habe den als Rampe benutzt. Ja, ob das so sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln. Klar, Mann, damit kommen wir viel höher. Muss auch mal ausprobieren.
Ja, aber da ist doch ein Sportwagen vielleicht eine sinnvollere Rampe. Ja, aber hast du einen Sportwagen? Leider nicht. Ja, gucken. Haben Sie einen? Nee, ich habe nur ein Fahrrad, Mann. Sind Sie Profisportler? Klar, Mann, ich bin der Tony Hawk von BMX, Mann. Soll ich dir zeigen? Ich hab sogar der Tony Hawk von den BMX, Mann. Kennst du Tony Hawk nicht? Nein. Das ist ein Profi-Skateboardfahrer, Mann. Ah! Kennst du Tony Hawk echt, ne? Dann sind sie scheinbar Matt Hoffman. Ja, genau das, dieser Hofmann da. Mhm. Ja, richtig, den kenne ich. Das ist ein BMX-Sportler. Ja, den habe ich letztes Mal besiegt beim Stein-Sherry-Papier, der kann gar nichts, Mann. Nicht schlecht, der Herr. Sind Sie ein Duellant im Stein-Sherry-Papier? Klar, ich mach Schattenduelle mit meiner Duel-Disc, Mann. Jetzt, ich kann Ihnen nicht folgen, aber das ist in Ordnung, alles gut. Alles John. Und ist das hier Ihr Übungsplatz? Die ganze Stadt ist mein Übungsplatz, Bruder. Oh, nicht schlecht. Was machst du hier? Ach nun, ich hab da vorne getankt und ich hab sie hier gesehen und ich dachte, ah, das guck ich mir an, was sie hier für Stunts machen. Das kostet aber Eintritt. Und? Das kostet Eintritt. Ja, Mann. Bisher machen sie das sehr, sehr gut. Polizei? Ja. Aber sie haben kein Blaulicht, richtig? Da. Nee, und? Die hat Rotlicht. Fick dich, du Pisser. Uhu, Panzerknacker, selber Pisser, Mann. Nutz mein Duplo. Was geht ab, Jim Knopf, mein Freund? Noch 2 Wochen Urlaub. Du warst gut, ne? Du warst so gut, Mann. Was mit dir? Den Joe, was wolltest du fragen hier? Bob. Mein Schimmel ist aus Blech, habt ihr gehört? Das ist mein Dings. Okulu, Unigan. Mickey Mouse, mein Freund. Haha, alles gut bei dir? Was geht ab, Cloud, Mann? Alles fresh, yo. Wie war euer Tag, Mann? Banale. Schilder wegboxen. Bam. Oh! Egal, der Shade ist weitergeflogen, hat sich den verloren. Deine Frage ist so, Gekrix, mein Bruder und ich wollte mal fragen, dass mir die Bezahlung aussieht, so eine Packung Zinni-Minis und 2 Packungen für mich. Du bekommst aus einer Packung im Monat 2 Zinni-Mini-Stücke bekommst du. 2 kleine so Dinger. Der Gecko auch. Ne, Gecko kriegt 1,5, einen breche ich durch und esse den selber. Zoll. Ich hab das überlesen, Bruder. Vielleicht. Okulu, Sweet Chili. Ja, bei mir ein bisschen Mode, ne? Ich bin ein bisschen, aber sonst alles gut. Ja, das ist langweilig. Lass mal ein paar Bolas in den Kopf schießen. Bam, 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 bam. Oh. Bam, bam. Ich hab die Uzi draußen. Was ist braun, klebig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Du Spinner. Ich hab mein Fahrrad verloren. Meins ist da vorne noch, wo Curtis ist. Ist das okay. Nicht was für Sie, wenn ich so jede Hallo, Herr Medizinmann. Guten Abend.
Der ist doof, Mann. Wir haben gesagt, wer zuerst bremst, hat verloren. Der ist voll an die Mauer gerast, der Idiot. Also hat er verloren? Ja, nee, der hat gewonnen. Naja, aber wenn er jetzt auf dem Boden liegt, hat er eigentlich eher verloren. Aua. Ja, moin. Ich hab deinen Helm auf, wie kann das passieren? War das auch wirklich ein guter Helm? Ja, siehst du, ich hab den selbst gebastelt aus deinem T-Shirt. Ich würde das nächste Mal... Ach fuck, wie heißt denn das Material? Kevlar. Kennen Sie dieses... Aluminium. Kevlar wäre natürlich richtig stark. Wasserpfeife. Ich glaube, das hält nicht so gut. Das macht nur Nudeln. Stahl. Waffenfähiges Plutonium. Wenn ihr sowas habt. Cineminis. Gummi. Oh, habt ihr Cineminis? Ja, Mann. Ja, in der Tankstelle drin. In der Tankstelle? Muss ich mir gleich holen, ich hab Hunger. Und die Milch dazu kaufen. Oh ja, oh ja, oh ja. Darf es noch ein Pflaster sein oder soweit erstmal gut? Nee, ich hab ganz kleine Kratzer. Voilà. Okay. Aber der braucht was für sein blaues Auge. Jetzt brauche ich ein Pflaster. Weil der mir wieder sein Ellenbogen in den Bauch genommen. Na dann, kommen Sie doch bitte mit, genau. Bild wieder sauer. Och Mann. Ich würde das Pflaster gerne kleben, aber ich glaube, wir sollten... Ich glaube, sein Fahrrad. Holy shit. Guck, wie doof der ist. Instant Karma. Oh ist er jetzt auch hingefallen? Ja, ich würde sagen, das Pflaster... Holy shit, Panzerknacker, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Fick dich. Kursi for life. Kursi so. Love. Ja, Mann. Dann einmal fix das Pflaster. Kursi Gang for life, ja. Bruder. Ja, vielen, vielen okay. Lieben Dank für den netten Worte, Goku. T-Shirt hoch. Einmal Ganzkörperpflaster. Welches Motorrad nicht gemacht? Was für ein Motorrad hat so? Dann klebe ich das mal hier drunter, unter dem Arm. So. Sieht aus wie eine Mumie. Und versuche ich mal zu ziehen. Der ist Major, mein Freund. Panzerknacker ist Major. Ich komme nicht. Ich will gar nicht wissen, was sie machen. Ich hab Bizeps, Motherfucker. Oh, mein Gott. Da sind wir auch nicht trainiert. Ja. Durchatmen. Eine Jokolade, Kinder-Jokolade. Und. Ob das ein Arm ist. So. So. Mal gucken, ob's hält. Sieht gut aus. Oh, wunderbar. Dafür gehe ich trainieren für so eine Pflaster. Ja. Eieiei. Ich bin so stark. Die kannst du liegen lassen, der schläft nur. Wenn der kein dabei hat, kippt der manchmal um. Wenn er kein Snickers dabei hat? Ja, das ist der unter ich Sugart. Unter Sugart? Ich guck mal einmal, ob ich helfen kann. Du hast doch gut, so die Scheiße. Bei dem würde ich aber Handschuhe anziehen. Ja, hab ich eh immer. Der gibt seinen Freundin kein High Five, sondern High... HIV. Low-V? Hi, HIV. HIV. Ach du Heilige. Ja, aber Puls klingt ja erstmal ganz gut. Was ist das für ein Geräusch? Ist das dein Tamagotchi? Nee, das ist das Herz von deinem Kollegen hier. Der hat doch gar kein Herz. Doch, ich glaube schon. Der hat kein Herz. Ich wollte dein Fahrrad aufheben für dich. Bin ich umgeknickt, Mann. Ja, umgeknickt, ne? Würde ich jetzt auch sagen. So. Du bist wieder unterschuckert gewesen. Ich hab dir gleich in die Schnauze, sei ruhig. Du hast deine Spitze nicht genommen. Darf es ein bisschen Sugar sein? Hast du deinen Zuckerwürfel? Einen Zuckerwürfel nicht, aber warte mal, komm mal. Hast du einen Snickers? Nee, was anderes Geiles. Cooles Fahrrad, lass mal fahren. Und zwar hab ich sowas. Oh, ein Muffin. Mhm. Der pinke. Ich hab den selber bekommen. Ich hab den gerade selber bekommen. Und dann schenkst du mir den, Mann? Ja, na klar. Sugar ist Sugar. Oh, ich danke dir, mein Freund. Immer gerne. Hey, guck mal, das dürfen die Mediziner nicht mehr machen. Haha. Aber nur, wenn einer guckt und sich beschwert. Auf dem Auto tanzen? Ja, ja. Da gab's das ist verboten für die Mediziner jetzt. Anonyme Bilderbeschwerden. Ihr seid doch kein Feuerwehr. Ja, ganz offiziell ist der Oberbetrieb tatsächlich doch die Feuerwehr. Wer hat sich denn da beschwert, Mann? Das waren wieder so Typen, die aus dem Fenster raus Falschparker aufschreiben. Ich hab keine Ahnung, das waren bestimmt hunderte 60-jährige Opas, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, außer zu meckern. Die sollen euch mal Spaß lassen, Mann. Finde ich auch. Komm, aber naja, es ist, wie es ist. Ich muss tatsächlich leider zum nächsten Dispatch weiter, sonst hätte ich auf jeden Fall mit euch getanzt. Was ist denn dein Dispatch? Das ist quasi das, was ihr gesagt habt. Hallo, guten Tag. Dankeschön, Opa. Ja. So ähnlich. Nee, das ist quasi diese Alarmierung, wenn es jemandem schlecht geht.
Dieses Ja, genau. Das könnt ihr ja selber mit dem Handy direkt machen, wenn, ne, wenn ihr vor eurem Bruder was schickt. Und wenn es euch richtig schlecht geht und ihr am Boden liegt, dann sendet euer Handy das immer automatisch. Ich versuche mal, das auch zu machen, warte. Quasi wie so ein Wecker, der mich erinnert, meinen Tamagotchi zu füttern, oder? Sozusagen. Nur, dass der Wecker uns erinnert, euch zu retten. Hast du was bekommen, Herr Medic? Nee, da hast du dich, glaube ich, im falschen Knopf verdrückt. Ich habe was bekommen. Ah, du? Die Alarmglocke am Handy drin. Direkt mit dem Telefon, bevor ihr in das Kontaktmenü geht. Ach so, ich hab meinen Bruder. Da ist ein Symbol, da steht Dispatch an Medics drunter. Das ist dieses komische Kreuzsymbol. Ja, hey, aber wir sind Cyborgs. Mit der Medizinmann. Kleinen Moment, ich hab Moment. Vielleicht schon gehört. Der mag dich nicht. Ja, so verstanden. Nee. Gib mal dein Fahrrad auf. So, Entschuldigung. Nee. Ich hab mir letztes Mal einen Pommes in die Nase gesteckt, seitdem ist meine Nase ganz trocken wegen den Satz. Holy shit, Hoonigan, mein Freund. Vielen Dank für deine Spende in den 10-Mini-Kasse. Gönn dir ein paar 10-Minis, Dutch Chefi. Kannst du Dutch Chefi mal in Chat machen? Ich weiß nicht, wie das aussieht, Mann. Bin ich so der Twitch-Mensch. Oh. Aber trotzdem vielen lieben Dank, Bruder. Danke, Mann. Das war's ja erstmal ein bisschen abspülen. Aber ich krieg den Pommes nicht raus, das war so ein Pommes. Dann müssen wir das uns mal in der Operation machen. Ah, also. Das ist Dutch Chefi. Mit der. Ich muss noch. Ist das ein Dingsbrille, Schwimmbrille oder so eine Bankbrille? Das ist das Fire Department, wie kann ich helfen? Mein Katze ist auf dem Baum, kannst du kommen und die runterholen? Was, die Katze runterholen oder die einem runterholen? Wo soll der eingegangen sein? Ja, bei Ihnen, wo denn sonst? Okay, also tatsächlich ja, sehe ich auf der Palme. So nicht. Aber ja, gut, Sie müssen nur herkommen, damit Sie die Katze auf dem Baum sehen. Sie sind ja viel zu weit weg, deshalb rufe ich hier an. Richtig, das kann gut sein. Wunderbar, ja. Aber dann wissen wir Bescheid. Ja. Ja. Einmal bitte zur Schokoladenstraße Ecke abgebissen. Tschüss. 69. Tschüss. So, was, wer hat wo abgebissen? Ich weiß nicht, ich habe mit dem Fire Department gesprochen, mit der Katze da oben auf dem Baum drin. Wir haben bei uns auch eine Katze. Die wirft immer mit Gläsern um sich. Gläserkatze? Ja, also die wirft immer Gläser runter. Das klirrt immer die ganze Zeit, wenn die wütend ist. Also ich habe Laser verstanden. Ach so, nee. Wir schießen mit Laser, Mann. Piu, piu. Piu, Katze, piu. Die Laser schießt, Alter. Ja, kennst du die nicht? Das wäre richtig krass. Das wäre richtig krass. Was verdient man so als Medizinmann? Das kommt ganz drauf an, mit welchem Rang man unterwegs ist. Was ist, wenn du den Rang 31 hast? Den gibt's gar nicht bei uns. Welchen gibt es denn bei euch? Ich glaube, das geht bei uns bis 8 oder so. Und was, wenn du den Rang 8 hast? Dann 8 ist der Autobahn, der nicht endet, ne? Nee, die geht immer im Kreis. Ah, das ist der Schneemann. 15.000. Ah, das ist der Schneemann ohne Hut. Ja, sozusagen, genau, mit der weißen Hose. Das sind welche, und die richtig hohen, das sind die grauen Hosen. Und der mit den grünen? Ja, das ist Rang 2, das sind wir Notfallärzte, ne? Das ist so der zweite Rang. Könntest du mir Flügel von einem Hühnchen dran operieren, an meinem Rücken? Aber Flügel damit von einem Hühnchen sind doch mega klein. Da sieht das eher aus wie ein verkrüppelter Engel. Ja, aber man kann ja 2 Stück zusammennehmen, dann ist der größer. Also müsste man auf jeder Seite 4 haben, eigentlich. Damit die richtig groß sind. Ja, so groß wie ein Engel will ich aussehen. Herr Medizinmann. Also, wenn du uns die Flügel besorgst und das Narkosemittel dazu und einen großen Tisch, wo wir das machen, dann bringe ich die Utensilien mit, okay? Also Hühnchen können wir besorgen, aber dann Narkosemittel und Tisch kannst du da mal in den Krankenhaus drin. Ja, ich glaube, wenn wir das offiziell bei uns machen, dann krieg ich Schimpfe. Dann machen wir das in Krankenwagen. Hey, Mr. Zimmern? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Kannst du dreimal ganz schnell Nabel sagen, Bruder? Was soll ich sagen? Nabel. Nabel, Nabel, Nabel? Kannst du das nochmal machen? Nee. Einmal bitte. Ich glaube, da kommt irgendwas Komisches. Nee. Welche Farbe hat der Schnee? Wenn man reinpinkelt oder so? Nee, wenn der vom Himmel kommt, grund im Winter. Hat er da eine Farbe? Bitte? Hat er da eine Farbe? Oder hat er die erst, wenn er auf dem Boden liegt? Wenn er auf dem Boden liegt, ist er doch weiß. Und was trinkt eine Kuh? Was trinkt die denn? Wasser? Nee, Milch. Ja, dass sie das trinkt? Der Medizinmann ist viel zu intelligent, der fällt nicht auf unsere Scherze rein. Der Intelligenz ist der. Nee, Intelligenz. Der war in Schule drin. Wir waren nicht in Schule wegen Bauchschmerzen. Wegen Bauchschmerzen? Ja, ich hatte immer Bauchschmerzen. Habt ihr da was Falsches gegessen? Du trinkst ja auch Farbe. Ja, Lego-Steine. Die sind gefährlich. Warum?
Da brechen andere Leute sich die Füße von ab, wenn man darauf tritt. Nee, das ist ein Luge. Deswegen muss mein Bruder meinen immer aufräumen, dann passiert das nicht. Und was ist, wenn man sich aus Lego Schuhe baut, dann kann nichts mehr passieren. Stimmt, Mann. Aber dann muss man die, glaube ich, vorher auspolstern. Weil nach innen ist das ja auch immer noch Lego. Was heißt denn auspolstern? Also wenn man sich da zum Beispiel nochmal so ein schönes Tigerfell reinlegt oder so, oder ein Bärenfell. Nee, sowas macht man nicht. Das sind Tiere, sind unsere Freunde. Okay. Die sind kein Futter. Oder wenn ihr Hühnerfedern nehmt und die da reinlegt. Hühnerfedern? Mhm. So wie im Kopfkissen. Ist das normal, dass der Rakim Hühnerfedern am Rücken hat? Die wachsen dem. Die wachsen dem? Ja. Ja. Gab es vor Generationen in eurer Familie vielleicht eine Hühnerzucht? Auch, ja. Auch. Okay. Wir hatten noch, doch klar, Mann, und wir hatten noch mal Teppichweber, deswegen hat der Köter Schuppenflechte. Gab's da noch andere Tiere, die gezüchtet wurden? Ich bin ein Fischer, die Mama gesagt immer. Aber schwimmen kann ich bis heute nicht. Oh. Aber schwimmen ist schön. Aber auf Fisch kannst du mir Kiemen machen? Nee. Warum? Nee, das geht nicht. Warum nicht? Nee, das geht gar nicht. Wieso nicht? Weil das ja heißen würde, in dem Moment, wo du über die Kiemen atmest, wird sie ersticken, weil wir nicht im Wasser sind. Ja, aber ich zieh dann ein Glas auf über den Kopf. Mit Wasser. Nee, das... Doch, das hat er als Kind auch gemacht. Dann war der Wasser drin und der Goldfisch. Ich hab den auch und schon geschluckt, dann den Goldfisch. Der und lebt da hab ich direkt Kopfschmerzen von gekriegt. Du hast dein ganzes Leben schon geschluckt, du Pisser. Da hab ich direkt Kopfschmerzen. Nee, verlass uns nicht. Und du schluckst immer von Opa. Haha. Hat der verdient, Mann. Rakim, du darfst gar kein Fahrrad fahren. Warum? Weil du krankgeschrieben bist, Mann. Na und? Nee. Du bist böse. Gar nicht wahr. Opa! Ja, Hadlerling? Der Kupa ärgert mich. Nein, noch hört der auf. Ich hab dir gepetzt, Mann. Du bist böse, Mann. Du hast mir geärgert. Nee, ich hab nur der Wahrheit gesagt, weil ich mich um deine Gesundheit sorge, mein Freund. Du bist ein Lügner, du willst nur nicht, dass ich Spaß habe. Nee. So. Guck mal, der Wand da. Siehst du das? Ja. Da steht Stay. Wo? Ah, steht da echt. Das hat der Kultis geschrieben. Der kann aber nicht schön schreiben. Nee, ne? Der ist voll doof. Der hat doch einen Buchstabe vergessen, der Trottel. Bam! Bam, voll dagegen, Mann. Mord da jetzt mit meinem Blut ein E rein. Mit der Stirn habe ich da ein E reingemacht, ein Punkt, hast du gesehen? Wie gut aus, Mann. Jetzt hat das was, Mann. Ja. Das nennt man Kunst. Sowas, was der Curtis nicht kann. Weil der ist ein Pisser. Nee, der kann nur kaputt machen. Der hat wieder Watte in den Ohren, der hört uns nicht. Der Medizinmann hat aber lange Kopfschmerzen. Hast du das geschrieben? Wer hat geschrieben? Du. Was denn? Da steht Stay an der Wand. Vielen Dank für die Blumen. Was steht da? Stay, aber du hast den I vergessen. Nee, da steht Slay, das heißt Schlagen. So, hört ihr mich wieder? Ja. Was heißt das? Eieiei. Schlagen. Diese Kopfschmerzen andauern, das ist schlimm. Ja. Warte, ich muss funkeln. Ober der Medizinmann ist hier, der will dich in in den Heim fahren, komm hin. Nein, ich komm nicht, ich war der Aufschalte. Das hab ich nie gesagt. Du gehst im Altersheim. Nein, nee, der nirgendwo hin, lass mich. Wo können wir den Opa hinbringen? Das habe ich nie gesagt, sowas. Der muss aber da rein. Warum? Weil der ist alt und senil und der vergisst immer alles. Okay.
Manchmal macht er auch ins Bett mittlerweile. Und er fährt immer Auto, und wenn er nicht, dann ist wie ein betrunkener Redneck aus dem Norden. Ist das nicht okay, wenn man nüchtern ist und Auto fährt? Ja, aber der fährt dann, als wäre er betrunken. Der fährt so. Weil der Opa braucht ein Brille mit so dicke Gläser. Naja, das lässt sich ja organisieren. Der hat sich letztes Mal 4 Stunden da drüben im Supermarkt verlaufen. Ja, ist der so groß? Holen wollte. Nee, der ist nicht so groß, aber der Opa ist der so ein. Da kommt er schon, guck mal. Okay. Ja, guck mal, der fährt mit Wohnung. Opa, du gehst im Altersheim, der Mediziner nimmt dich jetzt mit. Das ist eigentlich ein ganz cooler Roller. Warum, Opa? Nein, ja, Opa, nein. Guten Tag. Wie kommen die jungen Herren dann auf die Idee, sagen sie mal? Ich weiß es nicht, ich wollte mich los haben. Okay, gibt's da einen Grund für? Nein, ich immer bin da ganz netter. Immer wenn der kommt der Hund, da ist der Hund. Das ist doch ein lieber Hund. Ich bin nicht betrunken. Doch, Opa, du bist nicht betrunken. Balulu, alte Ratte, was geht ab? Lang nicht mehr gesehen. Hallo, na, wie geht's dir? Der Opa ist Zement, oder wie heißt das? Zement. Weil der alte ist schon. Ich flöhe von dem Zement, tut mein Kopf weh. Ich bin gar nicht Zement. Opa, wo bist? Ich bin bei der anderen Jungs, bei der Krankenwagen. Ah, mein Freunde. Bin mal gespannt, was heute abgeht, ne? Holy shit, man. Ja, immer diese Kopfschmerzen. Ich überlege gerade, sollen wir Hühner holen und dann in Krankenhaus fahren. Hast du deinen freien Tag? Nee, Mann. Am Freitag. Das heißt, in Umkehrschluss drinne, ich gehe heute Nacht arbeiten bis 8 Uhr morgens und dann habe ich frei. Bis Samstag. Samstag, 15 Uhr muss ich auf Arbeit wieder. Hallo, Herr Freihirsch. Du warst mit Twitch treffen, Mann? Und was, wie kann man denn GTA falsch downloaden, Mann? So, der Opa geht jetzt im Krankenhaus, der wird repariert. Aua.
möchtest du unterwegs sein, Danger? Echt super auf der Straße, du bist da hast du. Hast du ein Auto wohl genauso gut drauf? Versuch deine Arme hoch, Mann, gell? Oh. Oder so, ja. Guck mal! Grippery, ne? Curtis? Ich hab noch einen Stahl im Auge und zimmendes, ne? So, das echt? Sieht gut aus. Curtis? Oh. Hat's denn ja gemacht, oder? Neues Feature. Sollen wir dir Hühnchen besorgen, dass du Flüge bekommst? Ja, ich hab gehört, im Krankenhaus werden Terminatoren hergestellt. Ja. Ah, ne, Quatsch, das war Human Labs, gell? Nein, das war Human Labs. Dann mit dem Hühnchen besorgen, damit du Flüge kriegst. Vielleicht fahren die den Bau zu Human Labs. Wo gehen? Wo sieht man den? Auf meinen Rollern. Bei der Runa Farm oben im Norden. Ja, das gibt kleine. Hingehen? Ja, die vier Hühnchen klauen bei den Bauer und dann sie können wir die mit... Und dann geben wir Kraken und sagen, die sollen uns verliehen. Ja, richtig. Okay. Muss er abtreten. Hab ich dich getroffen, sorry. Womit fahren wir dahin? Jetzt. Ah. Ich würde sagen, mit dem Taxi. Ruf mein Taxi an. Komm, wir will genau, Mann. Mit dem Basie in der Hand. So crazy ist der Mann. Oh, oh. Aue. Guck, geh mal weg. Tut mir leid. Alles gut bei Ihnen? Oder muss man etwas helfen? Tut mir wirklich leid. Die geht nicht zu. Gut, Jan, ich wünsche euch. Du Taxi? Ja, aber der geht nicht dran. Der geht so gut. Warum geht der nicht dran, Mann? Was geht bei dir, Kasa, Mann? Ich glaube, der hat mir auf die schwarze Liste, weil ich immer Telefonstreiche mache. Ich ruf den auch gleich. Der geht nicht rein, Mann. Wow, Alter, wie kann man das denn machen? Wie gesagt, Bruder, keine Ahnung, ob du Pizza bestellen sollst. Also, das habe ich eben schon gesagt. Bestell dir doch einen Burger. Noch lecker immer. Also, wenn ihr... gute Bürgerladen zappen. Die Opa ist im Krankenhaus drin. Ja, wir müssen schnell auch die Hühnchen besorgen, dann können wir auch da rein. Aber ich muss ganz kurz nachdenken, komm sofort wieder. Kurz nachdenken. Über meine Zukunft und so, wegen Arbeit. Wegen Arbeit, der Lu. Juhu. Mhm. Könnten wir doch verkaufen, oder? Los. Nee, das wird nicht verkauft. Was? Ah, schade. Hast du gesehen, ich bin über den Auto gesprungen, wie Jonko Dandan, Mann. Wie wer? Jonko Dandan, der vom Blood Sport. Jonko Dandan? Ja, Mann. Jonko Dandan. Der hat Blood Sport gemacht, das ist so ein Kampffilm, so. Bam! Bam! Oh, tut mir leid. Jonko Dandan. Jonko Dandan. Ja, Mann, der ist über den Auto gelaufen und dann so. Oh, jetzt hab ich nicht geschafft, guck. Dafür muss ich mal Kampfsportausbildung machen. Mr. Schäfer, was machen wir jetzt? Ja, mega gut, Raki. Ja, ne? Weiß ich nicht, was du vorhast. Hä? Weiß nicht, was du vorhast. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, du wolltest ein Auto kaufen. Ja, ja, natürlich. Für wie viel kostet ein Auto? 10. Ja, Mann, ich bin Gangster. Die Tür nicht zu. Pablo? Ja. Pass mal. Jetzt ja. Ist die Tür ab. Bei Walker? Echt? Das war Kampfsport-Trick, Mann. Nö, die ist an, oder? Moment. Wenn ich jetzt einsteige, falls ab, oder? Nö. Klack. Ist immer noch ab? Ja, ja, die liegt hier bei mir auf dem Boden. Okay. Nee, die ist bei mir dran. Ich hab die abgetreten, also wie ein Kampfsportler, Mann. Ist schon Code verdammt. Ah, nee, Damm. Jonko Dandan. Kennen Sie nicht vom Bloodsport? Vorhin, wisst ihr, vorhin war, seid ihr noch hier mit den BTC noch gut? Die Typen waren vorhin bei uns im PD drin, kommt der eine so her, hat eine Taschenlampe in der Hand, macht da so, ja, macht irgendein ein Typ so, ey, du hast sowieso am helllichten Tag eine Taschenlampe in der Hand, sag mal, bist du blind oder was? Dann macht der mitten im PD vor mir, ja, da zieh ich halt die hier raus, zieht eine Knarre.
Hat er gemacht, habe ich gesagt. Der ist schlau. Pack das scheiß Ding weg. Wer war das von denen? Was weiß ich nicht, keine Ahnung. Der wollte dann meinen Namen wissen, habe ich gesagt, kann er sich auf die Stirn tätowieren, Walsh. Hey, ja, mit den Taschen ab. Aber die von mir, Mann. Da können die sich ins rechte Ohr leuchten, wird es versteckt aus dem linke wieder rausgeschleudert. Wenn es weg, dort sehen die mich nicht. Ich muss den Leuten in die Augen leuchten, wenn ich die was frage. Damit die Wahrheit sagen, das habe ich bei Lord Order gesehen, Mann. Echt? Okay. Ich guck, das kommt immer in der Werbung bei Tom und Jerry. Hat er nicht gesagt. Was denn? Wer? Ich? Ja. Ah, ich guck nur Basic Instinct. bisschen Lesben-Action. Bist du noch bei den Coppers? Ja. Hast du schon gehört? Was denn? FIB übernimmt jetzt meinen Job. Dein Job? Wie, was? Ja klar, SWAT ist angestampft. What? Was? Ja. Beim FIB gibt's jetzt die, gibt's zwar schon länger, aber die, ich habe gehört, die machen jetzt halt richtig Dampfen. Seitdem ist dann das bekannt geworden. Hostage Rescue, blablabla. Keine Ahnung. Diese Gefangenenrettung da oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, es gibt doch fast keinen mehr beim FIB. Sind doch nur noch 3-4 Leute, oder? Die sind doch froh, wenn die ihre Schuhe morgens richtig rum anziehen, Mann. Wie das sind die alles Cyborgs, Mann. Können sich teilen. Ja, Mann. Ja, aber das die Polizei hat auch nicht viel mehr. Das sind so like Marshall Bravestar und so ein Kram, weißt du? Hast du gesehen, Curtis, ich kann einen Sidekick geben. Ich dachte, die Polizei ist auch nicht mehr viel mehr. Ja, die momentan nicht. Also da sind schon, ich schätze mal so 40-60%. Was ist Rakim? Nicht wirklich, ja. Ich kann jetzt einen Sidekick wie Bruce Lee machen. Jo, sozusagen. Nee. Doch, guck. Zack, Mann! Wow, shit! Was hat Typ? Ja, Junko und dann dann. Das war aber noch kredibil optimiert, der Sidekick, Alter. Über ein Auto drüber, Mann. In die Fresse gesprungen wäre ich da. Wenn da einer gestanden hätte, der hätte keine Zähne mehr. Hey, Mann. Er ist schon wieder. Ich hab den ganzen Tag geschlafen mit ihm. Der hat auch schon das zweite Mal oder dritte Mal jetzt. Ja, drin. Das ist, als wir gestern hier. Agents und so, ne? War der auch durchgehend da. Keine Ahnung. 6-8 Mal vorbeigefahren, irgendwo geparkt, beobachtet, weitergefahren. Das GSPD übernimmt. Immer. Wir haben die bessere Waffe. Richtig. Hab da nicht. Ich hab die bessere Waffe, Mann. Ich brauch dazu bloß mal ganz kurz in mein Häuschen zu gehen. Schlafen zu gehen. Wenn ich dann wach werde, dann bin ich alles ausgerüstet wie, ja. Ist es gesagt, schon Krot, die Damm Damm. Guck mal, ich hab sogar einen Diensttaser bekommen. Wow. Polizei. Ah, und ich hab ein Dings bekommen, ein Knüppel. Wow. Weißt du, was ich bekommen hab? Was denn? Dickes, fettes, weißes Duplo. Ach, Quatsch. Oh, scheiße. Wow. Mann, das war knapp. Hoppala. Ich hab ja, ne? Ja, ist ein Medic dabei. So. Auf mich geschossen, du Pisa. Hab ich geschossen, Mann. Echt? Ja, du hast geschossen. Ich will eigentlich nur mein dickes, fettes, weißes Duplo zeigen. Komm, steig aus, wir klären das. Cooler Roller, Mann, lass mal Fahrzeug gehen. Hier, hier. Oh, nee, Entschuldigung. Oh. Wollte ich nicht, warte. Wo ist er hin? Was zur Hölle war das denn? Ja, also machst du jetzt kein Sword mehr, was machst du denn? Du willst dich teleportieren. Ja, ich mach jetzt meine Gang-Unit, oder? Jetzt kann ich nicht mehr da auf. Warte, willst du es kaputt malen? Quatsch, war ja vorher integriert in der Sword. Die Gang-Unit. Jetzt ey, du ist hast eine graue Hose, du hast was zu sagen, ne? Ja, richtig. Ui. Deine Medizin hat das gesagt. Stell dich doch mal vor. Ist das der Mundgeruch? Ja, das ist richtig. Das riecht, Mann. Warum heißt du Mundgeruch? Weil das so mein das Name nicht? Ist, Hase. Hase? Verheiratet, mein Freund. Kann ich ja nicht wissen. mein Name ist Hase und mein Mörchen stinkt. I. Der ist zwar klein, stinkt aber wie ein ganz großer. Tuck, ey. Guck, das war echt. Hä? Pfui der Eimer. Alter. Wenn ich jemand so rauchen habe. Warum dürfen die Mediziner nicht mehr auf ihrem RTWs tanzen?
Ja. Gute Frage. Weil das so ist. Aber warum denn? Warum? Ich hatte ein paar RTW nicht Tanz. Schöne Tänzchen mit den Damen auf dem Medizinwagen. Dann tanze ich jetzt auf den Auto von dem Chef von der Gang-Unit. Ja, mach das. Gang-Unit. Genau, Mann. Mach das. Da kein Dienstfahrzeug. Richtig. Die kriegen wir ja nicht. Aha, sogar wir haben bei der GSPD Dienstfahrzeuge. Mhm. Wieso stehen wir hier eigentlich mitten auf der Straße? Wieso nicht? Wir hätten ganz leicht überfahren werden können. Aber wir haben ja einen Sanitäter dabei. Wenn einer auf uns zugerast kommt, schieß ich in den Kopf rein. Genau, dann wird er wieder aufgemöbelt und dann wird er nochmal verprügelt. Richtig. Wir haben ja einen Medizinmann, der hebt den auf und wir schlagen ihn wieder in die Fresse. Das wäre eine Möglichkeit. Ich guck dann weg so lange. Schön, schön, schön. Aber so ist es halt. Du wolltest eigentlich ein Hühnchen besorgen. Hühnchen? Apropos Hühnchen, geht es mit dem Mörsch noch? Wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung, da muss es doch irgendjemanden hier in Mörsche reinschieben. Dann hast du doch Geld bekommen. Guck mal, Curtis, den Hasen. Da ist ein Mediziner mit der grauen Hose, der kann deine Aua. Du hast eine graue Hose, dann bist du in Rang 7. Was bin ich? Rang 7. Rang 2. Fuck. Toll. Yoshi Mitsu gegen? Mundgeruch. Wie heißt dein Friseurnummer, Rakim? Wuwuwuwuwu, und jetzt haben wir Uguwem und Sass. Ja. Einige die Wusch Sese Mama, wie kann er Fuluwa? Richtig. Aber wir haben ja, gesagt, richtig. Ohne Mama beleidigen. Wie komm ich zu Maka, mein Freund? Weil kannst du jetzt den Curtis Flügel dran machen? Soll ich da dran machen? Können wir uns bei der Podiumzeit bewerben? Ich schwöre, ich habe keine Anzeige. Ich auch nicht. Weil wie wir alle mitbekommen haben, fühlt das FIB gar keine Akten. Bewerbt euch, keine Ahnung. Ich bin da keine Akte ist auch rein. Wie frisch gefallen in Schnee. Vorhin gab es eine Bombendrohung, habe ich direkt mal gemacht. Boah, ich bin mal weg. Jawohl. Bombendrohung kam von Herren mit Affenmasken. Ach. Nee, aber nicht. Track keiner sowas. Nee. Ach, ich weiß nicht, den Affenmasken gekriegt. Das sind doch die vom Point of Interest gestern. Ja, ja. Der ist ein Typ, der redet genauso wie ich. Ja, ja. Das ist der, der uns seit. Der Pavel. Der Glatzkopf. Der uns seit Tagen belästigt. Herr Walsh? Ja. Sag mal dreimal ganz schnell Nabel. Nabel, Nabel, Nabel. Noch einmal? Nabel. Und womit isst du deine Suppe? Hä? Mit einem Löffel. Ah, du bist klug, Mann. Man merkt das. Richtig. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Und was trinkt die Kuh? Rum. 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 Wir sprechen doch hier von karibischen Kühen. Lecker, lecker. Semmel. Red, red, rum, 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 rum. Ja, ich kenne ihn nicht, wie heißt denn? Dolly, kannst du deinen Morgen ausmachen? Ja, das ist Notorious. Notorious Darks, man, mit links. Mike, I go. Yoka, go. Swifty, who sees thee? Recognized by a new one. My crew run, run, run. My crew run, run. Run, 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 run. Yeah, that's a fight, there's ghost town, Los Santos here, ne? Who's in that mansion? A little genius in the house. Grosser Lloyd. Kleiner Lloyd. Dünne Leute, dicke Leute, alle Leute gehen jetzt nach Hause. Der gehört das nicht, weil der ist auf der Film, sein Zimmer nicht. Na und, ich schlafe wieder. Ey, ist das schon wieder die Karre oder ist das der ACLS? Das ist der ACLS. Das ist aber nicht Raoul, das ist der Anna, wie heißt der? Andi. Halsschmerzmann. Ja, richtig. Der Halsschmerzmann, der Andi. Ich geh mir kurz in die Tankstelle was zu trinken kaufen. Bring mir was mit. Was soll ich? Bring mir was mit, ein Kirschkapri. Warum ist die Ruhe aus? Wo ich den ausmachen sollte. Für den Umwand.
Doch! Wow! Geh in die Hose! Tu's! Der verdient man. Der Medizinmann hat den Opa aber schon ganz schön lange entführt, ey. Ja, ne? Ein Opa. Sag mal, kannst du den Opa in Altersheim bringen, Mundo? Welchen Opa? Unser Opa. Ach, der Opa. Kannst du ihn im Altersheim bringen? Weiß gar nicht, ob der gerade bei uns in Behandlung ist. Doch, der Mediziner hat den mitgenommen. Kann sein. Weil wir gesagt haben, dass der Opa... Ich fahr mal das Moped weg. War auf Wunsch von dem Tuck wieder im Starte. Ja, ich war gestern. Bin verreckt. Alter, Mundgeruch, ohne Witz, ich müsste das mal geben. Das ist so übel. Ich habe einen alten Gameboy gefunden. Zwischen den Sitzen. Bei uns im SWAT-Auto. Ah ja, wir hatten ja nie was zu tun. Weißt du, wir haben den ganzen Tag nur Gameboy gespielt. Was habt ihr überhaupt was zu tun bei der Polizei? Nee, Mann. Fuck, ey. Also, FIFA? FIFA? Nee. Mit dem Gameboy? Die mit den dicken Köpfen, oh, das war geil, ja. Das weiß ich schon. Gerade ist keiner in Behandlung bei uns. Ey, wie hieß denn das? Nicht, dass der Opa noch da ist. Ja, der eine mit der grünen Hose hat den entführt. Der hat rote Haare. Rote Haare, schwarzer Bart, grüne Hose. Nee, der ist nicht mehr in Behandlung. Dann hat der den wahrscheinlich direkt ins Altenheim gebracht. Das kann was sein. Was geht? Hallo. Ist der Opa, der so komisch lallt? Tankstelle. Unser Opa lallt doch nicht. Ich verstehe meinen Neuling nicht mehr auseinander. Sein Kiefermuskulatur ist so, okay, das Thema vom Fahrrad. Das ist der Opa, wo ich immer so komisch schwätze, du. Ja, den verstehe ich nie. Ja, richtig. Du bist du taub? Nee, taub nicht, aber. Der sauft nur Riesling und frisst nur Leberwurstbrote. Kann man den nicht verstehen, der spricht doch voll deutlich. Nein. Nichts los, ne? Nein, überhaupt gar nichts. Bruder, ich sehe einen riesen Meteor kommen. Und im Radl wieder. So große Meteor kommen. Echt? Ich hab meinen Hosenlass gar nicht zu. Oh. Hallo. Mein Gott. Hallo. Hoi. Hier ist mein Fahrrad. Kriegst du nicht? Jo. Doch ein anderer. Aha. Bam. So viele Helden sind gestern Pisa im Dienst. Hey! Bam! Du verprügelst gerade den Sunny. Das ist ganz super. Ihr könnt alle mal mein Pablo lutschen. Das ist mein Fahrer. Wow. Holy shit, Mann! Wer schießt da? Ich hab nicht geschossen, was war doch, denn jetzt das los? Das warst du? Alter! Sei mal nicht so akku, Mann! Du musst schlafen, Mann! Du hast Aggressionsprobleme. Ratter, die darf wohl sein, Mann. Ja, Mann. Ey, Cooper. Ja. Dein Herz fängt wieder an zu flattern hier. Ah! Ich habe einen Defibrillator. Das ist kein Defi. Danke, Mann. Jetzt geht's mir direkt besser. Kein Problem, Mann. Das mach ich immer, wenn der Kammerflimmern bekommt. So oft hat er das? Ja, klar. Nicht gut. Der hat sich verliebt, aber die hat nein gesagt. Dann kommt mein Herzkammerflimmern. Ja, der fängt dann an zu pochen, der kleine Herz. Das sollst du doch nicht jedem sagen, Mann. Der darf das wissen. Der braucht das für seinen Medizinakte. Ich hab wahrscheinlich gar keine über dich. Weil der noch nie über beim mich? Arzt war, der hat Tetanus und so. Bin gesunder Jungspund, Mann. Der hat Windpocken, deswegen trägt er ein T-Shirt um den Kopf. Der Rakim, der ist krankgeschrieben zurzeit. Und der springt hier nur rum und geht nicht arbeiten. Unglaublich. Ich muss gar nicht arbeiten. Oho. Nee, ich habe den Krankenschreibung bekommen, damit ich nicht zum Arbeitsamt muss. Entschuldigung. Was ist das denn, Alter? Ich hab mir gerade eine Handcreme auf. Ja. Der hat sich in die Hose geahnt. Das will ich mal ein bisschen dribbeln, du heißt Hosengeruch jetzt. Warum ist der abgeschlossen, der Fahrer, du Pisser? Warum? Weil ihr alles Diebe seid, ihr klaut mir immer mein Fahrrad. Gar nicht.
Natürlich. Yo, Agent. Dann darf ich zusehen, dass ich das wieder irgendwo Agent, finde. Agent, komm mal mit. Das riecht, mein Freund. War Handcreme. Nein, nicht wahr. Jawohl. Willst du mal zaubern? Ja, zauber mal. Guck mal hier. Expecto Patronum. Hast du gesehen? Warst du auf Hogwarts oder? Auf Blockwarts, Mann. Ach, auf Blockwarts, okay. Guck mal, da kommt der Schwab. Nee. Oh, Edel, mein Freund. Nee, doch nicht. Ich bin mit dem Fahrrad. Mann, den Schlüssel. Siehst du, jeder will mein Fahrrad, Mann, da musst du aufpassen. Wofür brauchst du ein Fahrrad? Damit ich zu deiner Perle fahren kann, du Pisser, ich hab Bock auf die. Oh, hier wird geschossen. Jetzt 20 Kopf. Ich bin Neo von Matrix, du kannst mich nicht triffeln. Weil das jetzt eine Herausforderung. Haben wir heute ein Cop-Auto? Dann geh ich mich aber umziehen. Agent B wollte mir einen schenken vorhin. Und du hast Nein gesagt, oder was? Was geht ab, Mann? Ich weiß nicht. Ich dachte, du hast einen Praktikant und keinen Patienten. Der wollte irgendwie verhandeln. Das wollte ich nicht wissen, Mann. Dann habe ich gesagt, ich gebe dem $500. Dollar? Dann hat er gesagt, nee. Geh mich umziehen. Wo kriegen wir... Den Namen des Praktikanten? Ey, sag mal, wenn der Wolch Polizeiautos... Das? Hallo? Er hört uns nicht. Er hat jetzt auf Durchzug gestellt. Das ist voll selber. Uchi? Hab ich mir gerade die Scheibe kaputt gemacht, fuck. Ja. Kannst du Polizeiauto besorgen? Hehe. Warum nicht? Geh mich mal auch umziehen. Alter, mein Name auf der Registrierungsnummer steht. Na und? Geht nicht. Kannst Sorry. Du sagen, wir haben dich ganz gefährlich bedroht und dann deine Auto weggenommen? Ja, das geht trotzdem nicht. Ja, Mann. Wir kamen so mit dem Hammer und haben gesagt, schlag deinen Nagel rein, du guck. Mir dir ein Sandwich. Darfst du auch aussuchen, was gefährlich genug ist. Entweder mein Messer komme ich mit dir, den Knüppel, den Hammer, mit dem Baseballschläger, mit der Brechstange, mit dem Golfschläger, mit dem Dolch. Ich meine Cola-Dose mal fallen lassen. Flagring, der Taschenlampe, anderen Messer, meine Axt, Taschenlampe bringt. Bullardkohl, hallo. Rotzange. Wow. Alter, du steckst dir das ja aber nicht alles in die Unterhose, oder? Du hast recht. Ey, warum hast du den kleinen AK? Ja, weil der kleine klein ist und aber der wie ein... Pisser, warum schlägst du mich immer noch? Weil du immer so Sachen Pisser. Besorgst und mir nicht Bescheid sagst, du Pisser, du. Komm her, du Ficker, du. Du machst kaputt, du. Bist du ein dreckiger Arschloch, ne? Du hast gar keine Chance gegen mich. Du willst nur gewinnen, weil du doof bist. Ich schlag dich, du kleiner Drecksack. Ja, jetzt benutzt du die Wurzange, weil du doof bist. Mach die Schraube in deinen Kopf wieder, gerade du. Du schlägst in die falsche Richtung, du Pisser, du hast keine Ahnung. Nee, du schlägst in die falsche, ich schau dir die ganze Zeit in den Nacken rein. Du redest, Mann. Zack. Bam. Guck, wer schlägt in die falsche Richtung, du Pisser, du! Keine Ahnung von Leben, aber will mir was erzählen, Mann. Helf dir wieder hoch, ich hab einen Defibrillator. Wach auf, Mann! Ja, der funktioniert. Wo ist der Mundgeruch? Der hat Mundgeruch. Wir brauchen einen Mediziner, mein Bruder ist ausgerutscht. Der Mundgeruch ist unterwegs, Mann. Ist aber auch rutschig hier auf der Straße, ne? Du kleiner Pisser, da kannst du mich wegboxen, ne? Ey, du hast mir wehgetan, noch über dem Boden bist. Richtig, genau. Der Herr hat ein ziemlich flauschig grünes Hemd an und bewegt sich nicht mehr. Der ist ausgerutscht. Was, besoffen ist er? Der ist besoffen, sagt der Herr. Ist besoffen und ist ausgerutscht und hat mit dem Kopf da hinten den Mülleimer gestreift. Weil der was zu essen gesucht hat. Weil er was zu essen gesucht hat. Und hat anscheinend was gefunden, weil er hat noch ein paar Reste zwischen den Zähnen, aber mit. Super, vielen Dank. Bis gleich. Wiederschauen.
Nur mal kurz was zu trinken. Kannst du auf mein Bude aufpassen? Ja, ich mach mal hier. Danke schön, Salty. Mann! Wo bist du denn auf einmal her? Die fährt ohne links und rechts zu gucken. Scheiße! Mein Karma-Code ist nicht gut aufgeladen. Ihr sagt schon richtig, Karma, Mann. Instant-Karma. Scheiße, Mann. Ja, RIP Rakim. Keine Chance. Eins nur für Salty, ja. Das muss Rache geben. Komm, geh ins Licht, geh ins... Oh, der mit der Affenmaske. Hilfe, ich bin doch schon hier. Brauchst du auch eine Hilfe oder was? Achso, ich brauch gerne mal wieder zu leben. Gut. Ja. Ich habe aus Versehen Rakim überfahren. Alles wird wieder gut. Du hast den überfahren? Ja, ich bin mit dem Fahrrad hier lang. So ist der Gast da hinten und Rakim kam gerade von der Tankstelle an. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin mit dem Fahrrad überfahren. Ja, Atemwege sind frei, Puls ist vorhanden. Keine starken Verletzungen. Guten Tag. Hallo, die sind mir mit der Fahrt in die Hacken gefallen, Mann. Ja. Wollte ich nehmen. Dann halten sie aber nicht ganz schön wenig aus, ne? Ich hab mich gerade mit meinem Bruder gesprochen. Klaus dich mal. Guten Tag. Aber ich will dich auch nicht. Kurze Frage: Der laufende Roller da an der Zapfsäule, gehört der jemandem? Ja, der gehört mir. Ah, okay. Weil der liegt bei mir da auf dem Boden direkt in der Zapfsäule. Ja, der schläft. Ach, der schläft, der ist müde, okay. Ich verstehe. Ich hab gerade Roller, müde Roller muss schlafen. Ich bin wieder Cracker auf meinem Fuß. Ja, der hat keine Lust mehr. Der wollte nicht mehr. Ihr rauft gar nichts. Ja, kann ich voll verstehen. Roller müde. Roller schlafen. Lassen Sie den ruhig mal liegen. Ja, okay, ich versuche ihn nicht zu wecken. Wenn Sie eine Decke haben, können Sie ihn auch gerne zudecken. Oh, das ist gut. Dann decke ich den zu und versuche ihn nicht zu wecken. Und schön am heißen Auspuff zulegen, direkt an der Zapfsäule. Ja, er muss es ja auch schön warm haben. Am besten mal Spiritus rüberkippen als Kühlflüssigkeit. Explosiv. Ja, Spiritus habe ich leider nicht. Dann nehmen Wodka. Nimm so ein bisschen Sprit. Verkauft der Tankstellentyp Wodka? Ja. Aber nur okay, dann kipp ich ein bisschen Wodka drüber. Bei den Pornozeitschriften. Okay, kipp ich auch ein bisschen drüber. Was machen wir? So, Larim, du hörst ihm jetzt zu. Du hörst jetzt immer die Arzt zu. So, also, wir haben uns, ich habe mir mal la. Ich glaube, da muss eher jemand in den Kindergarten, als dass der Herr in das Altersheim muss, um echt zu sein. Ja, ich habe mir die Augen angeguckt, ich habe ihm Tropfen mitgegeben, jetzt sieht er wieder alle Farben. Ne? Was für eine Farbe ist das, Opa? Rot. Funktioniert nicht. Doch, doch, das funktioniert schon. Er hat ganz viele Farben bei uns im Haku gesehen, die auch tatsächlich da sind. Ich kann das bezeugen. Weil nee, es ist keine Farbe. Jedenfalls, also alles, was ich jetzt so an Untersuchungen auf die Schnelle machen konnte, sind wirklich ohne Probleme.
Also ich wüsste jetzt nicht, warum der Herr ins Altersheim soll. Das ist Blödsinn. Der ist gut im Raten, der hat nur so getan, Mann. Kommt er jetzt endlich weg? Kann ich so nicht bestätigen. Der Herr ist wirklich gut drauf. Ja, mein Opa. Das hört man doch gerne. Na. Du bist noch das kann doch nicht wahr sein, Mann. Darf ich mich einmal auf dich verlassen? Ja, nu. Ich soll ja nicht lügen, oder? Ja, hey, guck, ich sag doch, die wollen doch nur mehr Rentegeld. Die wollen mich loswerden. Und mal eine ganz andere Frage, die ich dem Herrn hier auch schon gestellt habe. Ihr seid doch eine Familie, oder nicht? Oder was? Ja, so ungefähr. Halt, Mann. Kümmert man sich in der Familie nicht um seine Mitglieder? Nicht, doch, deswegen wollten wir, dass der ins Altersheim kommt. Ist er doch wieder. Nee, so alt ist er noch nicht. Der ist knackig auf 87, mein Freund. Das ist doch wunderbar, dafür sieht er auch echt gut aus. Ja, das ist Zeit. Guck mal, da gibt es ganz viele Frauen in Altersheim, die also Bingo spielen, Kreuzworträtsel, Opa. Will ich aber nicht. Also, wenn es um die Frauen geht, hätte ich beinahe gesagt, oben der Otto, der Mangold. Der hat auch richtig mit Frauen am Start. Der doch gar vielleicht hat der Ahnung. Nochmal einen Tipp. Das könnte der alles sagt, das ist ein Arschloch. Okay. Aber jetzt hast du gehört, guck, der will auch nicht, dass ich ins Altersheim gehe. Aber da vorne, also der Mundgeruch will das, und der hat die graue Hose, der hat mehr zu sagen. Nein. Doch. Nein. Doch, frag den, der hat mehr zu sagen. Ich sag dem. Du musst ein bisschen lügen, der muss weg. Hallo. Nee, ich hab das nicht so. Also ich hab ihn ja untersucht und da gibt's ja, wirklich sei mal durch. Gar nichts. Der ist topfit, der Junge. Nix. Nein, hey, sag mal, du bist doch einer von der Mediat. Hab ich ja auch drauf getestet. Ja, bin ich. Die 29. Ja, Leute. Gerade noch Status 8, der aber ganz mal gut. Der Login hat gesagt, dass ich in die Alter sein soll. Das ist der Opa. Aber das stimmt nicht. Verbesserung Status 6 derzeit. Doch. Ich kenne sie jetzt selber nicht, ich kann sie jetzt schlecht einschätzen, ob sie jetzt alter sein muss. Ihr Kollege hat gesagt, nein, ich muss nicht. Gefahren, der wurde jetzt, soweit ich das mitbekommen habe. Aber das ist ein Grünhose, der hat keine Ahnung. Ich habe auch schon länger mit ihnen gesprochen, oder nicht? Ja, die wollte dich, glaube ich, ins Pflegezentrum bringen. Noch St. Martin, der Kollege gesagt, es braucht nicht, also. Guck, haha, Lagim. Ich gebe dir $500, wenn du den einweist. Also, tatsächlich bin ich ja schon nicht, aber das ist ja mal unter alles auf 500 Euro. Dollar, nicht Euro. Ja, Dollar. Das okay, 505 Dollar. Nein, der muss denn jetzt alter sein. 510. Nein. 515. Nein. 520. Nein. 525. Tutti wollte mich in meine Karte. 530. 5 Millionen Dollar. 12 Millionen? Ja. Nee. Haha, ärztlich, ja. Chef, wie viel brauchen wir, um unsere Krankenstation zu bauen? Krankenstation? Fürs Altersheim? Nee, unsere eigene, bei uns. Krankenstation, ihr habt doch Saku. Ja. Naja, so eine richtig schöne, wo auch mal Leute länger verpflegt werden können. Könnt ihr doch, ihr habt doch eine Leichenkammer da unten drin. Ja, ja, super. Dann können wir die auch reinschieben und wieder rausholen. Ich hab den Kühlschrank. Ach, von Leichenkammer, siehst du da. Ich hab meinen Mitschnitt drin vergessen. Aber geht nicht. Okay, den fass ich auch nicht mehr. Bleib nur der Fahrrad. Mann, die Fahrräder funktionieren nicht mehr. Ich hab vergessen, ich hab den schon vergessen, den Mitschnitt. Das ist immer noch Status 6. Also Lucky, wollen wir nicht mitnehmen? Ja. Also für uns gibt's keinen Grund, hier jemanden mitzunehmen. Ja. Haha. Wenn ich einer Test fälsche? Dann ist es ja gefälscht. Wenn das nicht auffällt? Das fällt jetzt auf. Hast du es ja gesagt. Aber ich hab's noch nicht gezeigt. Das ist wohl richtig, RDW3 hört. Nein, keine Aktivitätsfälsche, okay. Ich bin ein schöner junger Mann. Hör dich, wo bist du? Du siehst aus wie... gar nichts an, ich bin hier mit meinen neuen Freunden an der Tankstelle.
bricht denn aus dem, glaube ich, aus dem Auto? Mitnehmen. Wer will den Opa nicht mitnehmen? Ja, die Medi. Das sag ich doch, nur weil ihr den Opa ins Heim stecken wollt, weil er immer ins Bett pinkelt. Ja, das macht man ja auch nicht. Gib ihm doch eine Windel oder sowas. Nee, ich mach da jetzt so eine Mülltüte drunter. Ja, aber auch nicht schlecht. Muss ich mich melden, wenn ich einen Frage stellen will? Ja. Ja, unbedingt. Du hast jetzt das Wort, du darfst jetzt was du darfst sagen. Reden. Seid ihr bei den Cyberrusern im Motorradclub-Grüne? Was? Mit was? Cyberrus. Cyberrusern. Gesundheit. Kennt er nicht. Wir sind noch ganz neu, ne? In der Stadt, ja. Ne? Ja, ja. Willkommen! Danke! Herzlich willkommen! Danke! Wir machen mal die traditionelle Begrüßung, okay? Willkommen! PIN-Code hier. What? Ein Betrieb hier. Der hier. Hey. What the fuck? Nee, war nur Spaß. Ich mein Freund täuscht vor. Ich glaube, der hat sich in die Hose gekackt. Ja, irgendwie schon. Wer der Opa? Oh Mann. Nee, nicht der Opa. Oh Mann, hör dir doch mal auf, immer das Gleiche. Jetzt ist er wieder traurig. Ja, der muss im Altersheim rein, unbedingt. Nein, wir kriegen das auch so hin. Ja, der muss den Opa auf den Ich Kopf muss doch sowieso die Büsche waschen, könnte doch egal sein. Ja. Leute, ich glaube, das geht uns nichts an, oder? Nicht wirklich, nein. Leute, seid ihr uns böse, wenn wir jetzt weiterfahren? Wir haben nämlich noch was auf dem Zettel. Was denn? Einkaufsliste? Ja, ist der Auflauf drauf? Nein, leider kein Auflauf. Der Mauer. Käsekuchen? Auch nicht. Was für Ding? Käsekuchen. Oh, Käsekuchen. Ich glaube, das schreibe ich mal auf. Käse? Ja. Der Rakim nimmt immer 50 Schabletten Käse und tut den auf den Toastbrot drauf. Richtig. Und dann sagt er, das ist der Käsekuchen. Der scheint mir cool zu sein, Mann. Aber der schmeckt nicht schlecht. Ich mag den. Der hat coole Ideen, vor allem. Ja, der tut sich ja immer Käse dahin und dann muss die Wächter den Röster. Aber ich der Kürzel tut sich immer Käse in den Socken rein und läuft damit rum, damit der behauptet, keiner hat Käse. Ich tue immer so ein Käse, wie heißt das? Käsekalb? Leib? Leib. Ja, Leib. In den Socken rein, dann verhaue ich meinen Bruder damit, weil das hinterlässt dann keine blauen Flecke. Der Kürzel gibt dem Sinn, lass doch immer den Seife auf. Ja. Du kennst deinen eigenen Vater nicht. Du kennst unseren Vater auch nicht. Der Postbote war. Und dass der dich gebracht hat, ohne Rückfahrschein genommen. Hey, denn sein Auto ist einfach verschwunden. Das ist sowas du lachst irgendwann in der Straße rum. Hey Leute, das hat mir was gemacht. Ja. Wie heißt ihr eigentlich? Alex. Sancho und Pancho. Und Stine. Wie? Was? Stine. Stine? Stine. Stine. Und was? Sancho. Stine. Dirty Sancho. Du hast aber ein schönes Stime. Was ist denn Stime? Stime. Nicht Stime. Stine, das ist die Kurzform von Christiane. Christiane. So. Ronaldo? Oder Christine. Nee, der okay. Heißt Cristiano. Cristiano Ronaldo. Nein. Nein, auch okay. Nicht. Glaube ich wohl okay, nicht. Okay, CR7, Mann. Das ist Chris. CR7. Last Christmas, I give you my heart. But the very next day, you give it away. Ja. Ja, nee, ist klar. Wie heißt du, wie ist dein Name? Mein Name. Nee, von der Frau. Stine. Hat sehr schönen so. Abend noch. Stine. Chris. Wie nenne ich dich? Danke. Biene. Ebenso. Stine Sumsum. Nee, mit Sumsum hat das auch nichts zu tun. Und auch nicht mit Auflauf. Können wir dir einen Spitznamen geben? Ja, aber selbstverständlich. Hm. Ich wäre für Stine. Stine ist ein gut, ja. Stine ist gut. Stine finde ich auch. Hallo Stine. Uhu. Guck mal, das ist meine Hand. Guck. Ja, cool. Hallo Stine. Hand. Ich nenne dich jetzt auch Stine. Ach, das ist aber nett von dir. Guck mal, das ist mein Duplo. Hi. Wie heißt dein Freund, Stine? Das Alex. Ist Alex. Axel? Nee, nein, nicht Alex. Alex. Hast du nicht gerade gesagt Sancho? Nee. Oh, glaube ich wirklich nicht. Ja, du bist jetzt Sancho. Der Belex. Dann geht mal auf die Motorrad wieder und dann könnt ihr wohin fahren, wo ihr wollt. Oh, das ist aber nett von euch. Aber was? Ihr müsst auf den Cyberrussen aufpassen. Was ist Cyberrussen? Was ist mit dem? Was ist das für Cerberus. Cerberus. Okay, wo ist denn die rum?
oben im Norden, bei den Rednecks. Alter, okay. Wisst ihr, was die tun? Die machen Pipi in den Flasche rein und verkaufen das als Bier. Oh! Ist nicht dein Ernst. Und die nennen das Pisswasser. Die nennen das Pisswasser. Und lassen die das noch kalt oder ist es wenigstens kühl? Und die gucken bei der Männerdusche immer durch den Fenster von raus. Ja. Aber nur bei der Männerdusche? Ja, Mann. Oh. Und einer davon kriegt eine Brille mit Scheibenwischer. Oh Mann, ey. Die sind ja ziemlich schräg drauf dann. Ja, die sind verrückt. Vor allem, ich muss aufpassen vor dem Snowboy, der fährt auf pinken Roller manchmal rum. Ja. Was? Was ist das für ein MC, wenn die auf einem pinken Roller rumfahren? Naja, das verrückt. Würde dann auch die Männerdusche erklären, ne? Mhm. Ah. Überleg mal, der nennt sich Schneeflocke, der Typ. Joe ja. Boy. So, das ja, gleiche ist bei den Schnee. Wahrscheinlich wirft er auch mit Wattebällchen. Da mal, bis du blutest. Autsch. Aber auch nicht, was zu tun. Nehmt so. Übrigens immer noch machen. Eure Helme. Ja. Ihr müsst immer so machen. Nee, dann bei ist mir das nicht. Ich hab keinen Helm auf. Also, ups. Bei mir haben sie auch Hoppla. Keinen Helm auf. Doch, bei mir haben sie beide einen Helm auf. Ja, ja. Blauen ihr, und müsst immer, ihr müsst hüpfen und dann müsst ihr den Rrrr-Muskel mal drücken. Anspannen. Ganz doll Rrrr machen und dann macht man so. Okay. Ja, richtig, jetzt ist der Helm weg. Jetzt ist dein Helm ab. Holy shit, Bombe! Ich wirk mich selber, ich mach den Lynch hier. So stirbt man wie ein Mann. Oh nein, ich hab meinen Kopf weggewirkt. Ich brenne! Ich hab mir den Kopf weggewirkt, fuck. Oh nein. Warum überlebst du heute wieder? Ich schummel doch. Hallo, hallo. Wir sind alle kaputt, nur sollte ich. Ich brauch Hilfe. Ich hab mir den Fingernagel abgebrochen. Liegen lassen und mir schon so ihr. Ja, bitte. Ich glaube, der Fingernagel Kopf ist das Schlimmste hier, oder? Ja, ha. Ja, sie haben ja Glück, dass wir gerade Durst und Hunger hatten. Sonst wären wir nicht so schnell da. Das nennt man positiven Karma. Jo, ich habe aber was gut gemacht, ja. Freunde. Nicht immer böse schimpfen mit Rockin. Das hatte ich schon. Nächste Lied, ja. Oh, wir brauchen eine Streamfrage, oder? Welchen Musikgenre hört ihr? Das N-Wort ist Neoprenanzug. Ich weiß, der hört viele hier jetzt. Cool, das ist der Curtis, das ist der Rakim, der macht gar nichts, und das ist der Opa, der macht wieder ein Google Docs Dokument, wie immer. Stammtisch, und das ist der Curtis am Zocken. Ich gucke hier Tom und Jerry. Der ganz, ganz hinten ist der Edel, der versteckt sich. Hey yo,
Trap, Rap, Trap, House, Electro, Jazz, Blues. Du hörst ja alles, glaube ich. Klar haben wir welche, wer sonst? Ui, meine Freunde. La, 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 la. Der versucht ein Breakdance-Match zu gewinnen. Der EKW. Oh, das geht nicht gut mehr. Gut, Gott sei Dank. Kann einer in den EKW einsteigen, der. Oh, nicht sehr weit. Ne? Aufstehen. Meine Fresse. Mein Arm tut so weh. Dein Arm? Oh je. Ich spür den kaum. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Oh, was Bombenstimmung hier, Mann. Ja, irgendwie schon. Was ist mit meinem neuen Motorrad los? Ich hab mir das gerade eben für 10 Minuten gekauft. Das gibt's doch nicht. War ein Anschlag. Ah, mein Kopf, ey. Die Hood Brand, Bruder. Ja, die Hood Brand, aber irgendwie ist die Tankstelle bei mir noch irgendwie so richtig gut drauf, ne? Ja, ich merke das. Nur die Motorräder verschwunden und das Auto ist grün. Das war ein schönes Auto. Ja. Schafter oder so. Der Nagel, wo bist du? Ja, Bombenstimmung. Ja, Bombenstimmung. Ey, da liegt ja noch einer. Ja, genau da. Und der lag eben noch einer. Herr Doktor, hier liegt noch einer. Ja, im Busch. Hahaha, Salde, guck mal auf genau. Die Packe vom Gotti. Okay, dann schauen wir so mal. Warte mal. Ich kann meinen Arm hochheben. Ja, das geht auch schon. Tut's irgendwo da weh, wo ich hink? Eklig. Lag ihm, willst du mal was Witziges sehen? Der Crack ist noch passiert, kaputt. Passiert, dass so viele Leute hier rum? Oh, ehrlich? Ja, der liegt hier auf dem Auto. Ja, erst ist das Auto explodiert, dann sind die Motorräder explodiert und dann ist die Tankstelle explodiert. Der hat sich hinter Busch versteckt. Ja. Auf der rechten Backe von ihm sind 5 Popel. Nee, nee, ich bin nicht so. 5 Stück haben mehr, du mal. Du bist ja immer noch nicht hier. Hier Heimbühne. Popel, Curtis. Ja, gucken Sie. Okay. Ja, gucken Sie bitte meinen Kumpel nochmal an. Der hat eben gerade gesagt, dass er seinen einen Arm nicht mehr spürt. Um Gottes Willen, nein, keine Ahnung. Das wäre toll. Ich habe aber jetzt kümmern Sie sich mal erstmal um ihn. Guck mal, da oben, man sieht sogar von hier den Popel. Total eklig. Pass auf, schmeiß den noch ein. Von hier. Warte, ich mach mich. Du treffst, komm, mach. Ja. Warte. Ah, kein Problem, aber. Der ist saftig. Als erster hat sie meinen Kumpel gesehen. Puh, wow! Auf die Stirn, Mann! Das war gut, das war richtig gut. Wow! Oh, der kommt runter, der ist sauer. Bitte, bitte, bitte. Wir haben nichts gemacht. Das ist super. Das schreckt nicht. Bitte. Oh, oh. Fuck, Mann! Sag ihm, warum brennst du? Das Dach brennt. Wieso machst du am Brennen, Bruder? Das Dach brennt, Mann. Aua. Scheiß dummer Opa. Das Dach brennt, the roof is on fire, Mann. Das hatte... Lass der Bamba in Ruhe. Okay, ich hab den mitgenommen.
Die Bamba bitte her! Bamba zurück! Gib mir die Bamba, gib mir die Bamba! Ich muss dich stoppen! Verfehlt, du Skilauge! Der will Bamba doch nicht wirklich da runter werfen, oder? Wo lauf der hin? Ich lauf andersrum. Warum schießt der so doof, der Kühl? Guck mal, der Feuerhaut. Wenn du näher kommst, schmeiß ich den runter. Wie einer kommt näher. Ich hab euch genau im Auge drin. Das machst du nicht raus. Wo seid ihr überhaupt, Mann? Auf dem Megamol, der will mal Bamba runterwerfen. Oben drauf, hä? Ja, oben drauf, hä? Ich schmeiß den runter, wenn ihr nicht Entschuldigung sagt. Tops, Merkel. Entschuldigung. Der Opa auch und der Rocky Mau. Ja, gar nichts, Mann. Dann schmeiß ich den Bamba runter. Wo ist der denn? Wo ist der Opa? Wie, du kommst näher, dann schmeiß ich den runter. Der Opa hat Kopfschmerzen. Wir sind Bamba los. Ich schmeiß den. Und wenn ihr mich abschießt, dann falle ich mit ihm runter. Und dann ist der kaputt. Wir sehen Bamba los. Also nicht loslassen. Wenn ihr mich abschießt, dann fliegt der Bamba mit mir runter. Aber dann ist die Chance, dass der Bamba auf dir drauf landet. Ich schmeiß den runter, wenn ihr näher kommt. Seh nicht mehr, Mann. Der schummelt, der ist weg. Der schummelt, der guckt um den Eck. Ah, wobei, ich sehe seine Füße. Da unten. War wie der Schummler. Okay, schmeiß den nicht runter. Manchmal würde ich echt gerne abdrücken, ne? Ich sag die Mama, dass du wieder hochgeklettert bist. Ja? Pass auf, dass du dich nicht an der Leiter runterfällst. Musst du gerade sagen mit den hohen. Ah, heiß. Oh oh, er ist da. Was geht ab, Nona Bruder? Was geht ab, Schneeflocke? Gehört? Ja, Ghost Town los, da ist nichts mehr los hier. Er geht auch durch den Gitter. Ja. Das klappt ja. Nein, das geht nicht. Der Kötis trinkt Acephilos-Milch. Und du bist das schuld. Ich hab seinen Kopf geküsst.
Wo seid ihr denn jetzt alle? Tankstelle. Nee, einfach so sag ich das. Ja, du bist das nicht schuld, mein Gott. Geht gar nichts, ne? Meine Freunde, dann geh ich Tom und Jerry gucken. Nee, komm zur Tankstelle. Ja, geht nichts, ne? Geh dann Tom und Jerry gucken. Oder wollen wir auf die Kacke hauen gehen und einen Police Car klauen oder so einen Scheiß? Oder ich muss nachher eh Tom und Jerry, dann geh ich jetzt gucken. Also. Okay, bis gleich. Tschüss. Ist ja eh nichts drin. Wie geht Tom und Jerry gucken? Der Rockin. Opa, der Rakim hat den Bambam runtergeschmissen. Gar nicht, der ist nee, Lugner. Ich wollte den retten, den Bambam. Darf ich den Curtis tasern, bevor ich schlafen gehe, Opa? Hey, ich kann eine Dörre immer noch nicht, sorry. Der Bambam ist wieder vorne im Auto drin. Nein, nee, der ist noch. Lala, ich glaub jetzt. Hallo? Opa? Ja, hallo? Jetzt Tom und Jerry gucken. Darf ich den Curtis vorher mit denen abschießen? Ja, du darfst. Okay. Wo ist mein Bamba? Hat der Curtis noch? Wo ist der Curtis? Du darfst da stehen und ich hol den. Okay, Mann. Da ist der Curtis, guck. Los, 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 los! Attacke! Noch hier. Wollt ihr... Wollt ihr zum Impa? Hast du den Bamba genommen? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab den wieder im Auto dran gemacht. Ich hab's noch für dich. Ja. Ich gucke, und wenn der da nicht der ist, dann gibt's Ärger. Hey, Curtis? Ja. Auch Kopfschmerzen. Guck jetzt Tom und Jerry. Gibst du mir den Lego-Schoker? Ja, gerne. Wo ist denn die Frau? Nee, nicht schießen, in dem Auto drin. Warten wir mal, nochmal. Der Bamba ist wieder in du verlierst den aber dann. Nee, verliere ich nicht. So. Nee. Aber ich krieg den wieder. Bin so geschickt. Ich denke mal. Aber ich krieg den wieder. Ja. Was? Ich schwör auf deine Liebe zu Yuki. Ich schwör auf die Liebe zu Yuki. Das ist eine geile Kiste. Ich lieb den Yuki nicht. Ich schwör zu dir leben. Was mit mir? Ich muss ihn erstmal finden hier. Der ist drinnen. Scheiße, was ist das? Aber ich krieg den wieder, Mann. Ich weiß nicht. Ey, jetzt reicht aber. Ja, der durfte es aber. Wie fühlt sich das 1000 Volt durch den Körper? Keine Ahnung. Wenn du mir beantwortest, wie sich das anfühlt. Oh, nicht. Aua, aua. Oh mein Gott. Pisser. Das hat mir getan. Die ärgern sich schon wieder. Sag mir, wie sich das anfühlt, du Pisser. Ey, du hast nicht. Aua, aua! Das sind ja nicht die einzigen, die Kopfweh haben. Jetzt ist. Ey, der brennt der ist. Ich glaub, der ist weg. Voldemort! Schon wieder übertrieben! Voldemort! Der hat angefangen! Ihr habt so. Nein! Das so. Kann man doch nicht machen, der Arme, der hat dich jetzt verbrannt. Mach den Feuer aus, schnell! So. Nee, oder ist es normal, so wie ihr seid? Wir sind so. Fahr mal ein Stück nach vorne, der Curtis gibt die ganzen Abgase ab. Dann sind wir nicht mehr so. Der schadet dem nimmer. Seid ihr richtig ganz so. Komm her, du, ja, die sind die Grove Street, ne? Alter! Der muss immer übertreiben, Opa. Ich hab Johnson gehört. Ja. Was geht ab? Nee. Was geht? Ist das Curtis? Hallo, Amimi. Hallo. Was habt ihr mit dem gemacht? Der ist geärgert. Ist hier, ne? Der ist in Flammen aufgegangen. Oh, die Stadt. Gut, ich geh jetzt Tom und Jerry gucken. Steht er? Okay. Aber den CJ. Guten Abend. Geben. Ich weiß euch dann beim Curtis raus, Mann. Das ist schade, dass wir jetzt in einer Ghost Town leben. Holy shit, Mann. Vielen lieben, lieben, lieben Dank an alle, die da waren und eingeschaltet haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke für alle Fotos, die reingekommen sind. Für alle, die wieder eingeschaltet haben. Und vielen, vielen lieben Dank natürlich auch für alle Spenden in den 10 Mini-Kasse. Und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Bruder. Schreib den mal, dass der ein Pizza ist und zeig den Duplo. Und 1-0 für Rakim, Mann. Ich bin der Bessere. Tschüss.
Gute Frage. Müssen wir noch machen? Ja, wir können ihn ja mal testen, wenn er hier bleibt, wenn GTA Roleplay nicht mehr am Start ist. Einfach mal den Dublo zeigen. Ich kann in den vorübergehen. Wenn anderes Roleplay am Start ist. Dir den heute schon schriftlich geben, das schaffe ich nicht. Doch, ich will häufig heute machen. Was ist das denn? Hallo? Du bist Jans. Hä? What the fuck, warum hat er sich bewegt? Das ist bestimmt ein Cyborg. Nee, das sind die Nerven. Ah, wie schmecken die Dublos, du Pisser. Das ist schön, Mann. Es gibt doch andere Life-Modifikationen, mein Freund. Nicht nur GTA. Und GTA ist in den Kinderschuhen. Armer Drive war so schlecht und hat sich über 5 Jahre gehalten. Alles wird gut, solange du willst, bist 1, 2, 3, war. Bist du ganz alleine unterwegs, Amimi? Tatsächlich. Ja, Tyrone wird ja gleich noch vorbeikommen. Ganz alleine. Wow, echt jetzt? Du hast viel Geld. Sehr viel Geld. Stimmt schon. Wow, echt jetzt? Da wo mach ich doch mal, habe mir recht. Da könnt ihr auch lieb fragen. Nee, ich brauch nix. Bekomm ich bitte deine 120.000 Millionen. So viel hab ich auch nicht. Andy, die Taktformer sind schon längst im Spiel drin. Und zwar könnte es sein, dass ich dabei. Wenn der Agent Drake gestorben hätte, man den auch spielen können, aber jetzt wird's schwer. Weiß ich gar nicht. Ich hab mehrere Konten. Ich habe leider einen Vertrag unterschrieben und bin für 5 Jahre an Curtis gebunden, ja? Ja, ich fällt ganz schön. Wie fährt die denn? Ich wollte gerade sagen. Ja. Hat jemand bei Ihnen gerade eben angerufen, wegen falsch tanken? War das jemand von Ihnen? Nee. Aber wahrscheinlich der Truck, der da vorne an der Tanke steht. Warte, ich wiederbelebe den. Aua. Habt ihr einen Taser? Ich frag gerade. Defibrillator. Ich war auch endlich so ein Taser. Komm, steh auf. Tu dich. Darf ich so ein Ding eigentlich so den Kopf aufstehen. Abnehmen? Ja, jetzt gibt es Chrome nicht mehr. Curtis fliegt bei mir. Hallo Hund. Hallo Whiskey. Komm, einfach drauf pullern. Einfach pullern. Einfach loslassen. Diese dreckigen Bastard. Komm, lass los jetzt. Der schleppert die Popel von Curtis Gesicht. Dauern. Haha, Curtis ist ein Popelgesicht. Die Eltern können so froh sein, dass ich, wenn ich bewusstlos bin, nichts davon mitkriege. Geh mal weg, Hund. Nee, der macht den Curtis wieder fit. Aufsteher. Hör auf, der macht den Curtis wieder fit. Curtis, aufsteher. Oh. What's cracking? Hey, der Whiskey. Hä? Der Whisky hat den wieder wachgeleckt, Opa. Geist! Bitte. Kann man mich hören? Ich komm nie wieder zur Tankstelle, du spuckt. Weil der Medizinhund dich wach gemacht hat. Oh, der hat mich wachgelegt. Ich komm nie wieder zur Tankstelle, du spuckt. Ja, der ist Medizinhund, der kann Holy das. Holy shit, man! Hat der bei mir auch schon gemacht. Du, der ist ein Cyberhund. Geht weg von dort, der spuckt. Der Hund hat mich abgeleckt und dadurch wurde ich wieder wach. Geht weg von dort, der spuckt. Hört ab, da. Ich geb euch Rückendeckung. Ach so, ja, okay, das ist ein Roleplay vertretbar. Dass der Hund einen im Gesicht abschlägt, bis du wieder wach wirst. Ich geb euch Rückendeckung. Du bist ja nur bewusstlos. Oh, Kopfschmerzen. Ich bin weg. Will nicht schon wieder Kopfschmerzen. Blut, alle Winter. Warum? Oh shit, wo sind alle hin? Das spuckt. Oh, Hilfe. Arriba. Ah. Wir müssen uns abhalten, falls die Kuppel uns tasern. Da musst du springen. Guck mal, komm nicht mehr raus. Ja, schäf dir, warte. Nein. Du musst springen. Nein. Du hoch.